Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play FTL Faster Than Light Rockets, Rocks and Roll. Und wir spielen dem Titel entsprechend den Rock Cruiser. Und ja, ich muss sagen, es ist ja folgendermaßen bei dem Teil. Das Ding ist so wahnsinnig klobig und die Felsentypen sind so unglaublich schwerfällig und behäbig, dass ich das Ding einfach die Lahmarsch nennen werde, denn ja, das ist einfach so unglaublich träges Teil. Mir hat der Kapitän Supersoldat 1 bisher immer Glück gebracht, deswegen nennen wir ihn auch so. Er hat mich auch mal gebeten, ein Crewmitglied nach mir zu benennen, damit wir da hier Tech-Team machen können. Also Günther Shadow ist am Start. Und ich habe gedacht, ich bin einfach mal ganz unverschämt und nenne den Typen nach dem Lars einfach LP. Fan Lars. Und falls ihr wollt, dass ich ein Schiff nach euch benenne oder irgendwie ein Crewmitglied oder sonst irgendwas, sagt mir einfach Bescheid. Ist gar kein Ding, mache ich gerne. Was macht man mit dem Teil hier? Man hofft, gegen Schiffe zu kommen, die wenig die erstmal unsere Schilde nicht durchdringen, denn wir haben Stufe 1 Schilde nur von Anfang an. Man hofft, dass man also auf Schiffe trifft, die nur 8 Strukturpunkte und einen systemfreien Raum haben, denn dann halten die nur 2 Schüsse von der Hull Missile aus. Man muss nicht viele Raketen verschwenden, denn das Ding schießt halt am Anfang erstmal nur mit Raketen. Man muss hoffen, dass man schnell einen Crew-Teleporter kriegt, damit man mit der Crew entern kann, denn dafür sind die Typen eigentlich ganz gut geeignet. Ja, und dann hat man auch die Chance, bessere Waffen zu finden und die braucht man irgendwann. Also nur mit Raketen das Spiel durchziehen, das wird schwierig, ja, ohne Crew-Teleporter. Wir brauchen einen, nicht an den, ich weiß nicht, wie viel verringert sich denn der Cooldown? Ich meine, der ist ja so erstmal normal. Also wenn wir noch einen finden, hocken wir den da rein, aber wir setzen zuerst mal einen an die Schilde, damit die Schilde nämlich schnell wieder on kommen. Das Ding hat einen Rockplating als Besonderheit. Das ist das Sondersystem von dem Gerät, seht ihr hier. Bietet uns die Möglichkeit, dass Hüllenschaden komplett ignoriert wird. Man nimmt aber Systemschaden. Das ist aber gar nicht so schlimm. Denn mit den anderen Dingern kann man eigentlich ganz gut leben. Also, was ist das Erste, was wir machen? Richtig, wir upgraden unsere Schilde, damit wir hier die ganzen Typen mit Single Laser, Double Laser und Beamwaffen im ersten Sektor gut überleben. Wo fliegen wir lang? Ich weiß nicht. Das da wird die Rebellen auf jeden Fall verzögern, aber ich will eigentlich nicht durch den Nebel fliegen. Das ist für die Rock-Leute nicht so gut. Gerade am Anfang noch nicht. Okay. Also ob wir uns ein bisschen Söldnerarbeit verdienen wollen? Ja, machen wir, ist okay. Und wir können einen Store retten und dann machen wir das mal. Kriegen einen Questmarker, der ist sogar direkt in der Nähe. Wunderbar, dann machen wir das. In dem Store werden wir wahrscheinlich noch einkaufen können, aber ist okay. So, wir sehen, das Teil hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, eine Artemis und 2 Hull Missiles und das Ding müsste Fritte sein. Eigentlich, ist aber nicht gesagt. Kommt auch vor allen Dingen drauf an, wo der Bursche mit seinem Beam gleich hinballert, denn er nimmt erstmal unsere Schilde runter. Jetzt schießt er mit dem Beam. In der Regel schießen die zuerst immer aufs Sauerstoffsystem. Wir feuern aber mal auf jeden Fall unsere Rakete ab. Auf sein Waffensystem, denn wir wollen nicht allzu viel Schaden nehmen. Wenn wir Glück haben, haben wir da jetzt ein Feuer ausgelöst und jetzt gibt es erstmal eine Hull Missile hier in dieses System rein, in diesen systemleeren Raum. Es macht 4 Schaden. Die nächste Hull Missile wird hier reingehen und wenn wir Glück haben, dann haben wir nur einen einzigen Treffer kassiert und dann haben wir eigentlich eine gute Quote erreicht. Schauen wir mal und hoffen, dass wir treffen. Ich will hier nämlich nicht zu viele Raketen am Anfang verschwenden, denn die Dinger sind halt scheißen teuer. Anderes Problem für uns, wunderbar, hat geklappt, 3 Raketen ist in Ordnung, 12 Scrap kriegen wir. Wir können hier mit dem Store noch nicht so viel anfangen. Wir könnten jetzt natürlich hingehen und was verkaufen von unseren Sachen und uns dafür was anderes kaufen. 37 und 19 sind, Moment, lass mich hochrechnen, 56, ja, langt leider nicht für den Crew-Teleporter. Aber ist, oder? Moment mal, halt mal, wir hätten ein paar und 70 übrig. Es ist natürlich gierig, ne? In Sektor 1 hat man es aber in der Regel auch nie mit einer Medbay zu tun. Das Problem ist halt nachher, wir bräuchten dann noch irgendeine Waffe, womit wir dann noch weiter was machen können. Hier ging es ja auch erstmal darum, den Scrap zu bekommen. Was wir machen sollten, ist ein bisschen Sprit kaufen, denn 14 Sprit am Anfang ist nicht so viel und wir haben jetzt auch gerade keinen gekriegt. Aber lasst mich doch nochmal gerade gucken.
der braucht 3, ne? Der braucht 2, der braucht 1, ja. Ja, ich weiß nicht. Hier runter will ich eigentlich nicht. Wir fliegen einfach mal hier hin erstmal. Ansonsten fliegen wir nochmal zurück. Wir können es ja immer noch durch den Nebel machen. Okay, das Ding ist in der Tat ein Problem, denn es hat 2 Laser. 2 Laser wird auf jeden Fall einen Schaden machen. Da kommen wir auch mit den Schilden nicht so wirklich weit. Wir haben dann noch hier eine Bombe. Also hier müssen wir gucken, dass wir was, dass wir ihn treffen und zwar schnell. Aber ich vermute, das Ding schießt schon nach 9 Sekunden. Ist zumindest mal meine Vermutung. Hoffentlich schießt er nur aufs Oxygen. Gut, der ist daneben gegangen. Sehr schön. Erste Rakete geht in sein Waffensystem. Wunderbar. Die Bombe hat nichts gemacht. Wir schießen eine Rakete nochmal hier auf seine Hülle. Er versucht jetzt seinen FTL zu powern. Wenn wir Glück haben und noch einen Treffer landen, dann haben wir ihn. Und ansonsten müssen wir die Artemis in sein anderes System reinschießen. Aber ich glaube, wir schaffen es. Na komm, komm, komm. Und? Oh, das ist nicht wahr. Du dummes Arschloch. Ist ja ein Ding. Da hat die Rakete sogar noch getroffen und er ist trotzdem weggejumpt. Ist das ein Assi? Ist das ein Assi? Okay, ja, wir kaufen das, ja. Hoho. Stores sind in der Regel am Anfang uninteressant. Muss man jetzt sagen. Jetzt haben wir 3 Raketen verschwendet. Ja, wir helfen dem Zivilschiff natürlich. Okay, was haben wir hier? Das ist eine Lito oder so? Oder eine Artemis? Aber lass mich mal gerade gucken. Wir sind geisteskrank, riskierend und versuchen ihn einfach mit 2 Treffern in den Systemlernraum auszuschalten. Das kostet uns wahrscheinlich ein paar Hüllenpunkte, aber wir sparen uns dafür. Ja, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Geh mal hier rüber. Reparier mal die Schilde, weil ich will nicht, dass er unser Waffensystem ausschaltet. Dann gehst mal hier mit dem Teil dahin. Komm, komm, komm. Gut, der ging sogar daneben. Sehr schön. Reparier mal die Schilde wieder. Hat auf den Antrieb geschossen. Das heißt, wir haben momentan leider kein Evade. So, nächster Treffer bitte. Komm, gut. Bin mal gespannt, was wir von dem Zivilschiff bekommen. Ja, wir kriegen ein bisschen Scrap, okay. Die Sache ist jetzt natürlich die, ihr fragt euch vielleicht mit gutem Recht, warum steckt der Günner am Anfang lieber Treffer ein, anstatt die Waffensysteme auszuschalten? Nun ja, wir haben halt das Rockplating, das ist ja unser Spezialsystem und da haben wir halt die Möglichkeit, dass wir vielleicht überhaupt keinen Hüllenschaden nehmen. Insofern ist es am Anfang, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Deal. Denn wenn man am Anfang keine Raketen mehr hat oder viele Raketen verliert, dann ist man echt am Arsch. Also das ist wirklich problematisch. Okay, das hier ist nicht so ungefährlich. Ich plädiere sogar dafür, hier die Türen geschlossen zu halten, weil unsere Jungs unempfindlich gegen Feuer sind. Wir gucken es uns mal an. Also vor dem Laser habe ich keine Angst, ist klar, aber die Rakete könnte problematisch sein. Gut, es ist eine Lito, da haben wir sogar Glück gehabt. Das Ding macht vielleicht sogar nur einen einzigen Schadenspunkt. Die erste Hallmesser geht mal dahin. Hoffentlich kein Feuer im Waffenraum, bitte. Gut, die erste Rakete ging daneben. Er hat unser Sauerstoffsystem erwischt, das ist natürlich nicht so gut. Wir versuchen erstmal ganz schnell hier das Feuer auszumachen. Die Frage ist jetzt, er hat 5 Punkte. Er hat momentan selbst Schaden kassiert. Durch das Feuer. Wir werden auch auf jeden Fall noch einmal Feuer bekommen, weil wir momentan unseren FTL-Drive nicht schnell genug hochpowern können. Insofern denke ich, ist es sogar vielleicht berechtigt, auf sein Waffensystem zu schießen. Um diese Gefahr auszuschalten. So, Super Soldat 1 geht mal wieder vorne hin ans Steuerpult und LP-Fan Lars geht mal wieder zurück hier hin. Und jetzt, wenn wir Glück haben, dann brauchen wir nur noch einen einzigen Treffer und er ist sowieso tot. Das wäre eigentlich sehr gut. Und das hat sogar geklappt. Und wir haben immerhin 12 Scrap bekommen. So, du gehst zurück an den Antrieb. Wir werden wahrscheinlich noch einen Solar Flare mitnehmen. Ah, ne, doch nicht. Sehr gut. Da haben wir auch nochmal Glück gehabt. Das war gar nicht so schlecht. Ja, ja, wir hauen ja schon ab. Ist ja gut. Okay, Rock Armor. Effectively shield the ship. Ja klar, machen wir. Sehr cool. Da gibt es sogar noch Fuel für. Coole Sache.
Dann bin ich froh, dass wir vorhin keins gekauft haben, denn dann hätten wir jetzt etwas weniger. Wir helfen natürlich nochmal dem Zivilschiff. Das da sind die Standardgegner in Sektor 1 und 2. Deswegen brauchen wir ganz dringend die Schilde Level 2. Lass mich mal gerade mal die Hülle ausrechnen. Sie haben 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habe ich das richtig gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dann geht die Artemis auf jeden Fall mal auf sein Waffensystem. Ich war, glaube ich, vorher am Antrieb. Beim Schild meine ich. Schade, die sind beide daneben gegangen. Die Halmissal geht natürlich hier rein. Wir schießen die nicht auf sein Waffensystem, denn dann würden wir wertvolle Schadenspunkte verschenken. So. Und jetzt haben wir noch zwei Schüsse mit der Halmissal. Ich denke, bis dahin wird er wahrscheinlich auch sein System wieder repariert haben. Das ist natürlich doof, wenn er jetzt gleich hingeht und seinen FTL hochpowert. Aber ich glaube, wir sind schnell genug. Den nächsten Schuss setzt du mal da rein. Na komm. Wir haben jetzt hier eben effektiv Glück gehabt, dass wir dem ersten Laserschuss ausweichen konnten. Deswegen haben wir hier jetzt keinen Hüllenschaden genommen. Aber das ist eigentlich der Grund, warum wir dann... Oh ja, klar, welcome aboard. Und dann haben wir Thomas mitgenommen und der wird unser Antriebsfuzzi. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, und wir haben 68 Punkte. Das heißt, die werden wir auf jeden Fall in die Schilde stecken. Und das ist mir jetzt auch total egal, dass wir noch nicht genügend Power haben. Je nachdem, welcher Gegner kommt, powern wir die Artemis runter und den Antrieb runter. Und dafür die Schilde halt hoch auf Level 2. Also ich würde es sogar jetzt momentan für ratsam halten. Und mit dem nächsten Scrap, den wir einsammeln, kaufen wir uns noch einen Reaktorpunkt und dann stehen wir eigentlich ganz gut da. Okay. Das Teil hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte. Wir greifen es an. Denn ich denke, dass wir hier ganz gute Chancen haben. Das heißt, wir brauchen zwei Treffer mit der Halmissal. Wenn wir natürlich Pech haben und er schießt uns direkt die Halmissal kaputt, dann ist es halt doof. Ach, warte mal. Mach mal kurz den Oxygen aus und gib mal einen Punkt auf den Evade. Der ist wichtig für uns. Ja, da sieht man es doch direkt, warum das Teil wichtig ist. So, dann greifen wir jetzt hier seinen systemfreien Raum an. 4 Schadenspunkte. Wenn wir nur einen Treffer dort landen, haben wir es geschafft. Okay, das ist jetzt natürlich nicht so gut. Aber da momentan die Schilde eh nicht gut funktionieren, gehst du mal dahin. Du gehst mal ganz kurz darüber. Den Antrieb machen wir mal ins Runter. Den Schild können wir auch ein bisschen runterfahren. Pawn mal stattdessen noch die Artemis. Obwohl, warte mal, dann schießt er vielleicht auf unser Waffensystem. Machen wir mal nicht. Sensoren ist ehrlich gesagt nicht so schlimm. So, die Frage ist, treffen wir jetzt? Ja, sehr gut. Okay. Wir suchen mal die Station ab. Und wir haben eine Firebomb gefunden und es ist für einen Rock Cruiser sehr, sehr geil. Vor allen Dingen, sobald wir den Teleporter haben. Denn das Ding macht ja Feuerschaden. Das heißt, wir teleportieren die Feuerbombe auf das Schiff auf das gegnerische Schiff, zum Beispiel eben in die Med Bay. Dort bricht ein Feuer aus. Unsere Jungs können sich da total ungestört rumbewegen. Und kriegen überhaupt keinen Schaden durch das Feuer, während die andere Crew Schaden nimmt und die Systeme auch noch gleichzeitig beschädigt werden. Das ist eigentlich eine sehr coole Sache. So, die Schilde laden wir mal direkt noch wieder auf. Die müssen halt auf jeden Fall online sein. So, wir fliegen zum Exit. Und das nächste, was wir uns jetzt holen, ist der Crew Teleporter. Wir können den ehrlich gesagt, ja, wir greifen ihn an, ja. Okay, also er powert seinen FTL. Wie viel hat er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Punkte heißt für uns, die Frage ist, nehmen wir die Firebomb mit? Die Firebomb ist halt eigentlich ganz gut. Aber ich wäre ja fast für die Artemis. Der Vorteil bei der Firebomb ist halt, dass sie halt auf jeden Fall ein Feuer macht. Und
so ein Feuer kann halt schon mal recht hilfreich sein. Geh mal ganz kurz mit dem Oxygen runter. Wir probieren es einfach mal aus, würde ich sagen. Wir holen uns noch die... das ist dann natürlich nicht so gut. Das da ist nämlich ein Double Laser. Firebomb und Artemis. Ja, wenn wir Glück haben, ist das da nur eine Lito. Es dürfte eigentlich nur eine Lito sein. Lasst mich mal überlegen. Da hat normalerweise haben diese Rebellenschiffe, auch die Fighter, dürften in dem Teil erstmal nur 3 Punkte beim Waffensystem haben. Also so wie wir auch. Das heißt, er hat einen Double Laser und eine Lito. Die Lito macht einen Schaden. Das ist natürlich nicht so gefährlich. Die Firebomb ist relativ schnell, meine ich. Er wird wahrscheinlich an Bord unseres Schiffes teleportieren. Wir probieren jetzt mal die Firebomb aus. Okay, er greift in unseren Schildraum ein. Aber den müssen wir eigentlich packen, weil wir einfach viel mehr Lebensenergie haben als er. Und wir können jetzt natürlich mal hier seinen Antrieb malträtieren. Na, Moment mal kurz, bitte. So, Entschuldigung bitte für die kurze Unterbrechung. Ja, also wir müssen mal versuchen, ob wir das hier jetzt hinkriegen mit einer Firebomb. Aber ich denke mal, ja, vielleicht kriegen wir es sogar mit 2 Firebombs hin. So, jetzt hat er da doch erstmal ein Feuer und dann gucken wir mal. Ich hätte gedacht, das gibt vielleicht ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen schade. Jetzt wird er wahrscheinlich abhauen können. Geh doch mal hin und power mir mal den Oxygen hoch. Oh, der ging aufs Antriebssystem. Das ist nicht gut. Vielleicht versuchen wir es mit der Artemis nochmal in seinen Antrieb, ha? Ich meine, er hat ja keine Medbay oder so. Gut. Wie viel hat er noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann sollten wir eigentlich die Hull Missile irgendwie hochpowern. Ja, okay, wir gucken mal. Power das mal runter und den Antrieb hoch. Ah, der ging natürlich ins Waffensystem, das ist jetzt ekelhaft. Dann machen wir den Antrieb aus. Tja. Bin nicht begeistert davon. Ich denke, er wird uns hier davon kommen. Okay, versuch mal hier, schieß nochmal hier drauf und versuch da mal einen Hull Breach irgendwie herzustellen. So. Ich hätte ihn da jetzt eigentlich doch ganz gerne erwischt. Der Typ hatte Schild, jetzt habe ich es verrafft. Jetzt habe ich verrafft, die Schilde hochzupowern. Okay, das Krasse ist einfach, wie viele Raketen der hat, finde ich. Ich schieße mal auf seine Steuerungseinheit. Hat er eh kein Evade und der nächste geht hier hin und dann war es das. Der hat ganz schön, ich muss jetzt aber echt sagen, Leute, wie viele Raketen hat denn der Typ? Der hat uns so bestimmt 7 Raketen oder so reingezimmert, hä? Krass, krass. Immerhin gibt es einen Pikebeam dafür, das ist gar nicht schlecht. Zwar teuer erkauft, aber schlecht war es jetzt nicht. Genau, den Sauerstoff sollten wir dann doch mal wieder hochpowern. Dann gehst du mal mit den Jungs hier in die Medbay. Super Soldat hat ja auch ein bisschen was abgekriegt, also heilen wir euch mal hier unten. Ah, dann kannst du ja eigentlich schon raus. Ja, wir hätten einen Schaden weniger genommen, wenn ich besser aufgepasst hätte. Ihr geht mal hier hin und du gehst mal hier hin. Und dann geht ihr mal... jetzt rein und dann reparieren wir da mal den Hüllenbruch ganz fix. So, du gehst hier runter. Du gehst dahin, du gehst dahin. Thomas war der Antriebsmensch, ja, war er. Und die drei Felsenkumpels gehen mal hier hin. So. Er ist schon wieder ein guter Pilot, unser Supersoldat, muss man sagen.
Einmal da hoch, bitte. So, was? Ich war der Antriebsmensch? Nee, ich bin nur der Schildmensch. So, und du gehst hier rüber. Jetzt müssen wir unser Schiff mal irgendwann bei Zeiten ein bisschen reparieren. Schmeckt mir nicht ganz so gut. Aber das mit dem Pikebeam war ganz gut. So, wir haben auf jeden Fall mal Energy-Sektoren. Da ist es eigentlich egal, wo wir hingehen. Okay. Auch Artemis und Pikebeam ist eine gute Kombination. Wir gucken uns mal, sollen wir uns den Store angucken? Moment mal, der Teleporter kostet aber 75. Ne? Wir gucken uns erstmal noch hier zwei Beacons an. Wir haben sehr wenig Raketen übrig. Genau das, was ich nicht sehen will. Schau dir diesen fetten Soltan-Bomber mal an. Nee, nicht Firebomb hier. Pikebeam brauchen wir. Und da gehst du mal hin und machst mal hier diesen. Hierfür wäre jetzt halt ein Crew-Teleporter ideal. War, also ich vermute mal, wir sollten hier sogar einfach wegjumpen. Das Problem ist, er hat unseren Antrieb blockiert. Oh shit, der wird treffen. Ah, wir haben widerstanden. Gut, gut. Gut, die Ionenbombe ging daneben. Raketen auf den Soltan-Schild zu schießen, halte ich für eine gigantische Verschwendung. Aber Energy Bomber als erste Begegnung im zweiten Sektor, das ist halt schon ganz schön asozial. Okay, wir nehmen einen Schaden durch die Drohne, damit kann ich leben. Gut, okay. Seine Schilde haben wir da und dann schießt, also da schießen wir mit der Artemis halt rein. Mal den Oxygen kurz aus und machen wir den Pikebeam an stattdessen. Schmerz. Aber das scheint ein systemleerer Raum gewesen zu sein. Okay, vielleicht treffen wir ja mit der Artemis seine Schilde. Okay. Ich glaube, so machen wir maximalen Schaden. Und haben das Ding komplett zersägt. Allerdings sind wir auch ziemlich zersägt. Wir suchen den Store auf. Wir brauchen ein bisschen Reparatur. Okay. Crew Teleporter für 75. Den nehmen wir schon mal mit. Ich denke, wir verkaufen die Hull Missile, weil die so eine lange Aufladezeit hat. Und damit wollen wir jetzt definitiv keine Schiffe mehr auseinandernehmen. Dann haben wir halt das Problem, dass wir gegebenenfalls eine Medbay auseinandernehmen müssen. Da ist halt eine Artemis schon gut. Artemis ist eine sehr gute Rakete eigentlich. Wir reparieren mal ein bisschen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Powerbar für den Teleporter, sonst wird es bei uns einfach zu eng. Pikebeam und Artemis brauchen wir, glaube ich, nicht parallel. Okay, hier ist die Reparatur noch sehr günstig. Eine Boarding Drone ist halt auch gut. Das Schöne bei der Boarding Drone ist halt, die lenkt sehr gut ab. Und dann können wir mit unserer Crew immer schön Unruhe stiften. Wir nehmen auf jeden Fall noch eine Rakete mit. Raketen sind wichtig, falls wir halt auf ein Schiff treffen, das, ja, wie heißt es, das eine Medbay hat. Deswegen brauchen wir ein paar Raketen. Wir müssen ein paar aufheben. Vielleicht, wenn wir sogar auch mit dem einen oder anderen Schiff einen Deal machen müssen. Es ist schön, dass wir den Pikebeam haben. Damit kommen wir auch gegen Soltans ganz gut klar. Und die Firebomb benutzen wir eigentlich nur zur Unterstützung. Gut, gucken wir uns mal die nächsten Sektoren an. Wir kriegen 4 Fuel für 2 Missiles. Das ist gerade nicht günstig für uns. Okay, hier haben wir jetzt zum Beispiel genau das Problem, dass wir schon jemanden haben, der eine Medbay hat.
Und die Frage ist jetzt, was machen wir? Nehmen wir halt die Artemis und versuchen halt die Medbay auszuschießen. Was ich für eine ganz gute Idee halte. Oder nehmen wir eine andere Waffe. Aber ich würde sagen, wir nehmen die Artemis und versuchen die Medbay auszuschießen. Denn die Artemis hat eine ganz gute Chance, dass wir auch ein Feuer verursachen. Das Problem ist halt nur, dass die Artemis treffen muss. Okay, das ist nicht so dramatisch. So, und jetzt teleportierst du unsere Kumpels mal darüber. Das gefällt mir jetzt wiederum nicht so gut. Mach diese scheiß Drohne platt. Was geht denn ab? Mist, das war zu spät. Okay, kümmere dich wieder um die Schilde. Eine müssen wir noch nehmen. Ja, wir haben sogar gar keinen Schaden genommen. Sehr cool. Sag mal, what is wrong with you? Warum funktioniert denn deine Medbay wieder? Geh mal hier rüber. Nee, bleib hier da drin und mach die Drohne platt. Sag mal, wie viele Mitglieder hatten der da an Bord seines Schiffes? Das ist ganz schön hart. Und der kommt hier permanent mit irgendeiner neuen Drohne angestiefelt. So, komm jetzt aber. Das ist sein letztes Crewmitglied. Oh, wow, wow, das wird eng. Ich bin fast tot. Ja, nur noch 4. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Er hat mich getötet und ich krieg einen Ionenblaster. Na, sehr schön. Stimmt, das Türsystem ist defekt. Und unser Sauerstoffsystem ist auch defekt. Halleluja. Nicht so gut, nicht so gut. Okay. Moment mal kurz.